Holger. Dennis. Holger. Dennis. Holger, erzähl doch mal. Ja, was hast? Warum hast du hier so eine Mini-Anlage geplant? 9,6 kW. Das halbe Dach ist noch frei. Nur so wenig PV hier auf dem Dach. Das hätte man doch alles vollpflastern können. Wir haben das ja in den Ankündigungsvideos eben schon auch in den Kommentaren gehabt. Ich habe das auch versucht mal zu erklären. Aber wir machen das jetzt mal hochoffiziell und dann werde ich das jetzt mal erklären. Also es gibt ja die Möglichkeit, auch größere Anlagen hier zu bauen. Aber der erste Schritt ist, wenn eine Photovoltaik mit Netzeinspeisung und Speicher gebaut wird, dass wir eine sogenannte Netzverträglichkeitsprüfung machen müssen. Das heißt, wir müssen dem Netzbetreiber anzeigen, wir wollen eine Anlage bauen und wir wollen eine Anlage in der und der Größe bauen. So. Es ist eigentlich in der Regel bis 30 kW überhaupt kein Problem. Jeder Hausanschluss in Deutschland kann eigentlich 30 kW und dann kannst du auch eine 30 kW Anlage bauen. Die Netzbetreiber betrachten eine Erzeugungsanlage genauso wie einen Verbrauch. Denen ist es völlig egal, ob du dann 30 kW Motor anschließt oder eine 30 kW Erzeugungsanlage. Für die ist das alles gleich. Ob du zum Eigennutz die Anlage baust, zur Volleinspeisung, das ist denen alles wurscht. So. Und dann haben wir hier die Netzverträglichkeitsprüfung gemacht und dann kam raus, dass in diesem Gebiet hier, das ist so typisch, das sind kleine Gewerbegebiete, die haben meistens nicht viel Travoleistung, dass hier maximal nur noch 18 kW bei OWE möglich gewesen wäre. Also du hättest keine 30 kW Anlage bauen dürfen. Genau, da gehen wir auch gleich drauf ein, wenn wir größer werden, was dann für Maßnahmen getroffen werden müssen. So, und jetzt hätte man 18 kW hier bauen können, das hätte man machen können, aber OWE hat etwa 5.000 bis 6.000 Kilowattstunden Verbrauch im Jahr. Da macht es einfach keinen Sinn. Und über ist 10, nicht so viel. Nee, das ist nicht. Es passt eben zu dieser 9,6 kW Anlage. Es ist nicht viel. Und wir wären, wenn wir eine Anlage gebaut hätten über 10 kW, dann hätte OWE EEG-Umlage bezahlen müssen. Die EEG-Umlage ist zurzeit 6,7 Cent pro Kilowattstunde. Das ist diese indirekte Sonnensteuer von Gabriel. Ja, das ist das Konzept, wenn du deine Tomaten auf dem Balkon züchtest, musst du bei Lidl Geld bezahlen, wenn du Tomaten von dir selber hast. Und das ist eben hier auch so, du erzeugst deinen eigenen Strom und musst für deinen eigenen Strom auch noch EEG-Umlage also bezahlen. Unter 9,6 Nee, unter 10 kW musst du bleiben. Unter 10 kW keine EEG-Umlage. Keine EEG-Umlage, das ist also EEG-Umlage frei, obwohl jetzt in der EU eine Richtlinie verabschiedet worden ist, dass das Erzeugen von Strom in Deutschland und in ganz Europa diskriminierungsfrei sein soll. Das heißt, diskriminierungsfrei? Keine Kosten für Eigenerzeugung, weil du hast ja schon die Investitionskosten für die Anlage und wirst jetzt noch bestraft, dass du quasi für den selbst erzeugten Strom auch noch Geld bezahlen gut, musst. Gut, ich fasse das mal zusammen. Also das eine ist, OWE verbraucht gar nicht so viel, dass eine viel größere Anlage dann nur ins Netz eingespeist hätte. Genau. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Also die Größe der Anlage muss natürlich auch zu dem Verbrauch des Erzeugers passen. Genau. So, und wenn die Anlage jetzt viel größer gewesen wäre, dann hätte OWE erstens EEG-Umlage zahlen ja, müssen. Ja, hätte er bezahlen und müssen. Und zweitens hätte er ins Netz eingespeist und hätte dafür auch weniger bekommen. Um ich glaube 11 Cent etwa, ja. Ja, aber bis 30 kW, da ist die erste Grenze, bis 30 kW hätte er 11 Cent gekriegt. Und der nächste Schritt ist dann wieder bei 40 kW, da gibt es dann nur noch 8 Cent. Und was ich ja gelernt habe, ist, dass eine Solaranlage umso lukrativer wird, umso höher mein Eigenverbrauch ist. Genau. Weil und deswegen darf ich sie nicht überdimensionieren. Richtig. Das muss man aber erstmal verstanden haben. Und deswegen ist die Anlage relativ zur Dachfläche so klein. Ja, natürlich. Aber wenn ich das jetzt mal vergleiche mit meiner Anlage, ich habe ja die Dünnschichtmodule drauf. Genau. Wenn wir die jetzt von 2011 hier draufgelegt hätten, ja, dann wäre das halbe Dach voll. Nee, dann wäre das ganze Dach voll und wir hätten trotzdem nicht die Leistung, weil du hast 107 kW und bei Dünnschicht war es damals so, dass wir für 1 kW 12 Quadratmeter gebraucht haben. Heute ist es so, bei den monokristallinen Modulen, wir brauchen für 1 kW nur noch knapp 6 Quadratmeter, eher weniger. Das heißt, die Flächen, die genutzt werden, die benutzt werden müssen, um den Strom zu erzeugen, werden auch kleiner. Die werden kleiner, genau. Und, so, und wenn ich jetzt, und das zweite ist ja auch eine Kostenfrage, wenn ich jetzt das ganze Dach hier voll gepflastert hätte, jetzt kostet die Anlage, weiß nicht, 27.000 mit dem Speicher, wenn ich das jetzt alles voll gepflastert hätte, dann hätte so eine Anlage doch, was hätte die dann gekostet? Wenn wir das Dach voll gemacht hätten und 100 kW wären draufgegangen, dann hätten wir auch eine andere Modulsorte genommen, wenn das hätte raufgesollt. Dann hätten wir natürlich den Hausanschluss komplett verändern müssen. In dem Gewerbegebiet wäre wahrscheinlich hinzugekommen, wenn wir den Antrag gestellt hätten auf 100 kW, dann wäre hinzugekommen, dass wir hätten Travo setzen müssen. Also wir hätten an die Mittelspannung gemusst.
Das hätte Owe ungefähr, ein Trabo 250 KVA Trabo hätte ungefähr 120.000, 130.000 Euro gekostet. Der Hausanschlussraum hätte so nicht bleiben dürfen, den hätten wir komplett verändern müssen. Nehmen wir mal den Trabo raus. Was hätte die Anlage gekostet, ohne dass der Trabo geändert werden müsste? Ja, 100 kW ohne Speicher hätte ungefähr 120.000 bis 130.000 Euro gekostet. Mit Speicher noch dazu, die hätten wir dann wesentlich kleiner gemacht. Den Speicher hätten wir so um die 78 Kilowattstunden gemacht. Das hätte gereicht, da wären dann nochmal 45.000 dazugekommen. Also etwa 165.000 bis 170.000 Euro hätte die Anlage gekostet. Fassen wir mal wieder zusammen, für die Energiewende wäre das vielleicht gar nicht schlecht gewesen, nur für Owe nicht besonders wirtschaftlich. Nein, das ist völlig dummes weil Zeug. Weil er das ja alles eingespeist hätte und dann auch weniger als 10 Cent oder 11 Cent. 8 Cent hätte er gekriegt, ja. Ach nein, und wenn wir unter 100 kW gewesen wären, hätten wir die 8 Cent gekriegt. Wenn wir über 100 kW sogar noch gegangen wären, meinetwegen 101 oder 102, dann wären wir im sogenannten Direktmarketing gewesen. Dann hätten wir den Strom über einen Direktvermarkter selbst vermarkten müssen, hätten den Börsenpreis gekriegt und der Direktvermarkter hätte die Differenz zum Börsenpreis zur Einspeisevergütung gezahlt. Das ist ein komplizierter Vorgang. Deswegen bauen wir grundsätzlich keine Anlagen über 100 kW. Es sei denn, wir haben eine andere Technik, wir machen Null-Einspeisung. Das erklären wir aber in einem anderen Video mal. Gut, die Anlage, wie wir sie jetzt hier haben, ist so ein bisschen exemplarisch für deine Kunden, auch für das Einfamilienhaus. Genau, das ist die Standardanlage für Kunden, die Elektroauto haben und einen normalen Verbrauch haben. Das ist diese 9,6 kWp-Anlage. Gut, zum Elektroauto kommen wir gleich nochmal. Ein paar Fragen noch, da kamen noch ein paar Kommentare. Einer war zum Beispiel, das Kabel für die Module ist ja ziemlich dünn, die sind in Reihe geschaltet. Ist das nicht zu dünn? Ja, ich habe das auch gelesen. Da frage ich mich, wie groß sind die elektrotechnischen Grundkenntnisse dort? Also, wir haben dort 16 Module in Reihe. Ein Modul hat etwa 40 Volt. Wir haben in Reihenschaltung, werden die Spannungen addiert. Das heißt also, wir haben 640 Volt drauf. Und wir haben einen Strom auf dem ganzen String von 9 Ampere. So, 9 Ampere bei 640 Volt hat das Kabel einen Querschnitt, was wir jetzt verlegt haben, von 4 Quadrat. Das ist dafür eigentlich sogar schon zu dick, weil wir dürfen nicht vergessen, bei der hohen Spannung und dem kleinen Strom könnten wir auch theoretisch mit einem 1,5 Quadrat Kabel, das macht aber keiner, der kleinste Querschnitt im PV-Anlagenbereich ist 4 Quadrat. Und wir hätten dieses Kabel, ich habe das Owe gestern auch mal gesagt, wir hätten dieses Kabel 170 Meter lang machen können, bevor wir überhaupt einen Leistungsverlust hätten messen können. Das heißt also, die Stringleitung, die Plus- und Minusleitung hätten jetzt 170 Meter lang sein können, dann hätten wir erst einen Verlust gemerkt. Aber wenn wir über 170 Meter gehen, gehen wir automatisch auf 6 Quadrat. So, und die weitere Kritik war, das ist ja gar nicht in einem Leerrohr verlegt und da würde ja Wasser dran kommen können und das würde da einfach so rumbaumeln und das würde man so nicht machen. Dennis, ich baue seit 35 Jahren Photovoltaikanlagen. Ich habe jetzt etwa 3000 Anlagen gebaut. Und ich bin ja nun selber Gutachter. Und das Problem ist, dass wir gelernt haben, Kabel möglichst so zu legen, dass sie immer trocknen können. Weil wir haben das Problem, egal wie gut die Kabel sind, und wir verwenden eine sehr, sehr hohe Kabelqualität, die sogar mardersicher ist. Die Kabel haben immer die Chance, auch gerade wenn wir sie in Bündeln verlegen, dass sie wieder trocknen können. Mache ich das in einem Rohr, dann habe ich stehendes Wasser in dem Rohr. Das kommt da einfach rein, egal wo ich das Rohr langlege. Das wird einfach passieren. Und dieses Wasser kann teilweise nicht weg. Und dann komme ich zu dem Problem, dass wir Isolationsprobleme kriegen. Wir machen ja genügend Fremdanlagen von anderen Leuten gebaut, die so gearbeitet haben. Und die ersten Probleme sind Isolationsprobleme. Was macht ihr an den Anlagen? Ja, das werden die Zuschauer nicht gern hören. Wir reißen natürlich die Rohre weg. Kommt dann, und weil viele Anbieter sind ja vom Markt gegangen nach dem Crash 2012. Ja, genau. Und ihr übernimmt dann die Wartung. Oder? Ich habe ein schönes Beispiel. Wir hatten eine Anlage, da hat die Versicherung sich beschwert, dass das eben nicht so gebaut ist nach diesen VDES-Regeln. Und da war ein Gutachter, ein ganz junger Gutachter, 26 Jahre alt, der hat zu mir gesagt, also das muss jetzt alles hier im Rohr verlegt werden. Ich habe gesagt, wir können das gerne machen, tun wir auch. Die Anlage läuft jetzt seit 2 Jahren quasi nur noch schleppend, weil wir seitdem permanent Isolationsprobleme auf der Anlage haben. Eigentlich bei meiner Anlage noch nie. Nee, weil wir bei dir auch keine Rohre verwendet haben. Die kriegst du auch nicht, die Isolationsprobleme. Das Kabel an sich, das Photovoltaikkabel oder das Solarkabel, ist für die freie Verlegung gedacht und ist auch UV-beständig.
Und wir verlegen die Kabel auch nie, wir fixieren die Kabel einfach nicht. Weil das hat auch einen Riesennachteil. Wenn wir fixieren, dann kann es passieren, dass durch das Hin- und Herverwinden der Anlage teilweise Stecker rausreißen, wenn man das alles zu eng macht und so weiter. Und wir legen alles locker hin. Und dafür haben wir, das ist meine eigene persönliche Erfahrung in den letzten 35 Jahren, die besten Erfahrungen gemacht. So, damit konnte ich den Holger auch nicht kriegen, mit dieser fiesen Frage, mit warum tust du die nicht in ein Leerrohr, warum fixierst du das nicht, aber jetzt kriege ich dich. Ja. Du legst sie einfach flach hin. Die Neigung des Daches ist hier nicht besonders, hoch. Wenn es schneit, ja, dann bleibt der Schnee da einfach drauf liegen. Das ist frech, ne? Und es wird die Anlage kann da nicht produzieren. Nein. Und warum ständerst du nicht auf? Weil der Wirkungsgrad wäre auch höher, wenn du aufständern würdest. Warum machst du sowas nicht? Warum nimmst du die Verluste hier in Kauf? Also erstmal... Jetzt habe ich ihn. Nein. Da kommt er nicht raus. Gut, ich fange an, mal deine Frage zu beantworten. Also erstens, die Schneelast im Winter ist völlig unbedeutend. Die Sonne steht auf 13 Grad im Winter, also von dem Winkel zur Erde hin. Und bei diesen 13 Grad ist das völlig wurscht, ob da Schnee oder nicht Schnee drauf liegt. Wir produzieren sowieso so gut wie nichts. Das ist Tal der Tränen. Dezember, Januar, Februar. Deswegen, es gibt Menschen, die gehen dann aufs Dach und schieben den Schnee runter, können sie alles gerne machen. Ich mache das nicht bei meinen Anlagen, ist Blödsinn, ist für den Jahresertrag unwichtig. Die andere Sache ist, wir leben in Norddeutschland. Norddeutschland ist in der Regel, da wo wir jetzt auch hier sind, im Rheinfels Windlastzone 4. Das heißt also Starkwindzone. Wenn wir hier aufständern würden, dann würden wir eine zusätzliche Segelfläche auf dem Dach erzeugen. Es gibt zwei Gründe, die dagegen sprechen, das nicht zu tun. Erstens, das hier ist ein Hallenbau. Hallenbau werden von der Statik berechnet, dass sie den entsprechenden Windlasten in der Zone standhalten können. Dafür gibt es diese sogenannten Windverbände. Das siehst du, die hast du in deiner Halle auch. Das sind diese Querstreben, die in X-Form gemacht werden. Das nennt man einen Windverband. Ja. So, wenn der Wind jetzt auf der Halle steht, dann sorgen diese Windverbände dafür, dass die Halle sich nicht bewegen kann. So, genau, und wenn es ganz toll windet, dann knackt es. Dann knackt es in der Halle, genau. Das ist auch alles in Ordnung. Jetzt bauen wir da oben aufs Dach eine Segelfläche auf, indem wir die Module, wie es schön beschrieben, auf 35 Grad aufständern. Ja? Jetzt haben wir eine gigantische Segelfläche. Wir müssen also auch entsprechende Dachanker haben. Bei Dächern, die wir nicht durchdringen können, müssen wir entsprechende Gegengewichte raufbringen aufs Dach. Das muss das Dach tragen können. So, jetzt kommen wir aber dazu, dass diese Segelfläche zusätzlich den Windverband belastet. Und es kann passieren, dass entweder die Module vom Dach fliegen oder dass die Halle sogar Schaden nimmt. Wir haben das gehabt. Wir haben das also Farrel, oben ist Windlastzone 4, Wilhelmshaven. Da haben wir mehrfach Anlagen vom Dach, weil die haben auf Aufstellung bestanden. Die Leute unterschreiben uns das dann auch und die Anlagen sind beim starken Sturm vom Dach runtergekommen. Jetzt kommt der dritte Punkt, warum wir es nicht machen. Aber ich habe... So, das darfst du gar nicht machen. Also wenn du davon überzeugt bist, ich bin ja selber Geschäftsmann und hinterher bei Endverbrauchern sagt der Richter, hätten sie gar nicht machen dürfen. Nein, doch, da sind wir auch mit durchgekommen. Ja. Die Versicherung hat ja eingeschaltet und hat ja gesagt, hinterher sowieso nur Stress. Hab ich vorgelegt, ich sage, der Kunde hat gesagt, er will das, Gier frisst Hirn, das ist ja bei den meisten Menschen heute der Fall. Und der Kunde sagt, ich will das aufgeständert, waren 380 kW, dann haben wir 380 kW aufgeständert mit den entsprechenden Gegengewichten. Die Statik des Gebäudes wurde entsprechend so gemacht, das war ein Neubau. So, 2 Jahre hat es gedauert, da war sie runter vom Dach. Also was ich jetzt so als Laie sehen würde hier, das ist ja nun alles dieser Hallenbau, ich will das jetzt mal als Leichtbau bezeichnen. Das ist eine Leichtbauweise. Genau, aber und wenn ich jetzt da die aufständern würde und ich würde die fixieren, dann da würde ja unheimlich Last jetzt aufs Dach kommen. Bedenkt doch mal, dass die Dachpaneele, die Sandwichpaneele, die sind mit selbstschneidenden Schrauben in den Trägern befestigt, in den Fetten befestigt. Da würde ja Spannung drauf ohne kommen, Ende. Bewegung. Ja. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich beschwere die anders... Da müsste ich irgendwie Gehwegplatten drauflegen, dafür ist das Dach ja überhaupt gar nicht gemacht. Nein, dann muss ich die Statik des Gebäudes ändern. Und jetzt kommen wir zum dritten und das ist der allerwichtigste Punkt. Das wissen ja die Leute nicht. Wenn ich mehr als 30 Zentimeter über dem First höher gehe, mit egal was, ob ich eine Mauer da baue oder völlig wurscht, wenn ich mehr als 30 Zentimeter über dem First drüber bin, habe ich die Baugenehmigung verloren. Dann war es das. Und wenn dann was passiert, dann sagt die Gebäudeversicherung... Du hast die Baugenehmigung verloren, dein Gebäude ist nicht mehr bei uns versichert. Und all diese Dinge, denen gehen wir einfach aus dem Weg, indem wir immer dachparallele Anordnung wählen. Thema Gebäudeversicherung, du gibst das Stichwort. Ofa hat sich jetzt so eine Anlage hier aufs Dach gebaut, der hat eine Gebäudeversicherung, das ist in Deutschland Pflicht. Jeder, der ein Gebäude hat, muss eine Gebäudeversicherung haben. Was muss er jetzt tun?
Also er muss erstmal seine Gebäudeversicherung informieren, dass er eine Anlage hat. Dann muss er seine Gebäudeversicherung fragen, würdet ihr die versichern zum Neuwert? Das ist ganz entscheidend, zum Neuwert, nicht zum Zeitwert. Gebäudeversicherungen versichern in der Regel nur zum Zeitwert. Und wenn die das nicht machen, dann, eine andere Versicherung dann suchen? Dann muss er sich eine sogenannte Allgefahrenversicherung besorgen oder eine Elektronikversicherung. Meistens ist das Allgefahren- und Elektronikversicherung eine Versicherung. Und dann muss er den Preis maximal 7,50 Euro pro kW Peak bezahlen. Das ist der, so der Standardpreis der Versicherung. Also wir haben Preise auch, die gehen bis 6,50 Euro. Dann ist die Solaranlage voll mit drin. Das heißt, wenn er dann Sturmschaden hat, wenn der Blitz einschlägt, die Anlage kaputt geht. Da ist alles versichert. So, und wir haben das selbst bei diesen Anlagen, war auch eine Frage, warum wir keine Sturmschlösser eingebaut haben. Es gibt für dieses Montagesystem sogenannte Sturmschlösser. Ja? Dann setzen wir beim Einlegen des Moduls noch ein Zusatzschloss, das ist auch gleichzeitig ein Diebstahlschutz, dann kann das Modul überhaupt nicht mehr raus. Gibt zwei Nachteile. Erstens, das Modul kann man sehr, sehr schwer nur noch rauskriegen. Der zweite Nachteil, die Module sind etwas weiter auseinander. Wir kriegen nicht mehr diesen Kamineffekt. Ich habe dir das ja gestern erklärt, dass ich diesen Kamineffekt haben will, dass wir quasi die warme Luft unter den Modulen wegkriegen. Das ist zwar beim Hallendach nicht viel, aber es bringt auf jeden Fall was. Und wir haben natürlich beim Montieren die Module, das hast du vielleicht auch beim Einlegen gesehen, wie meine Frau eingelegt hat. Ich war live dabei. Ja, eben. Das ist sehr, sehr eng. Wir haben also die Schienen, die notwendig sind, die Abstand der Schienen so eng gewählt, dass wir die Module wirklich reinpressen müssen. Und dann sind keine Sturmschlösser erforderlich. So, du hast jetzt noch was erwähnt. Thema Blitzschutz, Thema Blitzableiter. Ich habe als Kind gelernt, dass jedes Haus... haben meine Eltern mir erzählt, wenn Gewitter war. Wir haben nur in Häusern gewohnt, wo ein Blitzableiter dran war. Ich habe ihn nie gefunden bei unserem Reihenhaus, dann später. Mehr, der muss irgendwann zwischendurch in der Pubertät abhanden gekommen sein. Aber so der Volksmund sagt, jedes Haus hat einen Blitzableiter. Thema Blitzschutz. Ja. Das wird ja auch häufig diskutiert, muss beachtet werden. Hier ist gar kein Blitzschutz drauf auf der Halle. Also erstmal müssen wir unterscheiden zwischen Blitzschutz und Überspannungsschutz. Das sind die zwei Dinge, die man erstmal voneinander unterscheiden muss. Überspannungsschutz ist was ganz anderes als Blitzschutz. Bei einem Blitzeinschlag soll der Blitz in die Erde abgeleitet werden. Bei einer Überspannung soll eine Überspannung, wenn der Blitz irgendwo in 2 Kilometer einschlägt und dadurch die Spannung in den Leitungen durch Induktionen steigt, dann soll diese Spannung gegen Erde abgeleitet werden. Das sind zwei verschiedene Dinge. Dann ist Blitzschutz nur auf öffentlichen Gebäuden Pflicht, also Schulen und so weiter, da ist es Pflicht. Auf Gewerbebetrieben und Privathäusern ist Blitzschutz keine Pflicht. Können die Versicherungen das nicht fordern? Nein, können sie nicht fordern, weil das ist wirklich keine Pflicht. So, und dann müssen wir unterscheiden, wir müssen jetzt Überspannungsschutz machen. Und den Überspannungsschutz müssen wir auf der sogenannten AC, auf der Wechselspannungsseite machen, direkt am Hausanschlusseingang. Ist ein sogenannter Kombiableiter eingebaut worden. Aus meiner persönlichen Sicht völlig überflüssig, weil so macht man das aus meiner Sicht auch gar nicht. Wir haben einen Kombiableiter Typ 2 eingebaut, für die Leute, die wissen, was das heißt. Blitzschutz oder Überspannungsschutz würde man aus meiner Sicht ganz anders bauen. Und wir müssen auf der DC-Seite, das ist jetzt ganz neu, also auf der Gleichstromseite, müssen wir jetzt auch Überspannungsschutz einbauen. Das verteuert die Anlage jetzt künstlich. Ich habe das gestern schon mal gesagt, so ein Teil kostet für 2 Strings 290 Euro. Die wir nochmal wieder zusätzlich dem Kunden abnehmen müssen, weil die müssen wir ja nicht bezahlen, sondern die muss der Kunde ja bezahlen, weil es Pflicht ist. Und beides bringt auch nichts, aus meiner Sicht. Also ich habe selber jede Menge eigene Anlagen, wir haben nirgendwo Überspannungsschutz, wir haben keinen Blitzschutz. Ich habe sogar Blitzschutz weggerissen auf Gebäuden und ich brauche das. Es funktioniert einfach alles besser. Sind wir in den Bergen, Dennis? Da ist das was anderes. In den Bergen ist das ganz anders. Da sind die Potenziale anders. Wenn die Blitzeinschläge kommen, ist das wesentlich heftiger. Wir hier oben in Norddeutschland haben so große Probleme nicht. Thema große Probleme, Notstromversorgung. Oh. Du verkaufst dem Ofe hier so eine Anlage und vergisst die Notstromversorgung. Habe ich nicht vergessen. Hast du nicht vergessen? Nee, ich habe Ofe das vorher gesagt und er sagt, brauche ich nicht. Du hältst ja nicht so viel von. Nein, das habe ich auch schon mehrfach erläutert, warum. Es wird immer wieder Ärger geben mit Dr. Piepenbrink, weil der davon überzeugt ist. Also der Dr. Hersteller. Piepenbrink ist der Geschäftsführer von E3DC. Und der Vater der Hauskraftwerke. Ne? Und ich sage einfach, wir haben eine 99,7%ige Versorgung in Deutschland, also eine Versorgungssicherheit. Und diese Notstromgeschichte ist aus meiner Sicht absolut nicht notwendig. Und sie hat natürlich noch den Nachteil, ich muss natürlich enorme Kabelmengen jetzt legen. Ich muss ja, damit ich das Gebäude Notstrom versorgen kann, muss ich ja vom Hausanschluss hinterm Zähler erstmal einmal hin zum Gerät und wieder zurück zum Gerät. Ja?
Das muss ich ja machen. Ich muss also eine Leitung, und zwar das volle 5x16 Quadrat, muss ich hinlegen und wieder zurücklegen. Und dann vergessen die Leute immer bei Notstrom, die denken, das geht genauso weiter wie im Netz. Es geht aber nicht genauso weiter wie im Netz, sondern es ist so, wenn ich auf Notstrombetrieb bin, dann bin ich eingeschränkt. Dann kann ich kein E-Herd mehr anmachen. Dann kann ich keine Kaffeemaschine mehr anmachen. Weil die Ausspeiseleistung aus den Akkus ist maximal bei normalen S10 3 kW. Es sei denn, die haben so ein Horst-Lüning-Gerät, da ist es 9 kW. Da kann man vielleicht noch gerade einen E-Herd betreiben, aber leider kostet das große Gerät auch wesentlich mehr Geld. Kann ich eigentlich mit einem E3-DC-Gerät, ich habe ja jetzt bei mir in der Halle auch eine Notstromversorgung, damit dann das Licht weiterläuft, damit die Leute das Gebäude verlassen können. Könnte ich die ersetzen, wenn ich ein E3-DC-Gerät einbaue? Nein, kannst du nicht. Weil deine Notstromversorgung für die Notbeleuchtung, die muss ja sofort schalten. Ja. Also Strom weg, muss das Licht angehen. Die Notstromversorgung von E3DC funktioniert folgendermaßen. Strom weg, 4 Sekunden warten, das Netz kommt nicht wieder. Und dann fährt das Gerät selber hoch und baut ein eigenes Netz auf. Und dann haben wir noch das Problem bei Notstromversorgung. Es gibt in Deutschland 2 verschiedene Netzformen. Es gibt TT- und TN-Netze. Will ich jetzt nicht weiter erklären. Das wird, glaube ich, auch wird zu kompliziert. Ich will nur sagen, in der einen Netzform TT ist Notstromversorgung, so wie E3DC das löst, verboten. Gut. Jetzt möchte ich noch mal eine kleine Zusammenfassung haben. Die Anlage, die Ofe jetzt hier gebaut hat, was bringt ihm die? Warum sollte ein Gewerbetreibender an dieser Größenordnung oder ein Endverbraucher sich überhaupt so eine Anlage bauen, wo man so einfach und unkompliziert den Strom, auch Ökostrom, den kann man ja auch beim Energieversorger kaufen. Warum also überhaupt dieser ganze Aufwand? Dir wird ja häufig vorgeworfen, dass du damit nur Geld machen willst. Also erstmal, Dennis, wenn ich nur Geld machen wollte, dann würde ich was ganz anderes machen und nicht diesen Job. Da gibt es bessere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Dann sage ich dir mein Geheimnis. Wenn ich wirklich Geld machen würde, dann würde ich mit Autos handeln, mit alten Oldtimern. Das bringt Geld, das sage ich dir ehrlich. Weil ich habe ja genügend eigene Autos, ich weiß, was die Wertsteigerungen sind. Ich kenne mich verdammt gut aus mit Autos, damit würde ich Geld machen. Ich will mal jetzt eine kleine Anekdote erzählen. Als ich den Holger das erste Mal getroffen habe, da hat Holger mir erzählt, Herr Wittus hat gesagt, 2 Sachen werden in Zukunft Wert haben. Oldtimer und Youngtimer. Und die Fähigkeit zur eigenen Energieerzeugung. Genau. Und Immobilien natürlich. Ne? Die kommen ja immer noch dazu. Ne? Das ist ja immer sicher. Eine Immobilie, wenn du sie hast und bezahlt, ist es immer so, sicher. So, warum braucht man so ein Teil? So eine Anlage? Warum braucht man die überhaupt? Als allererstes ist es für viele Kunden mittlerweile wichtig, Unabhängigkeit. Viele Menschen kommen langsam auf den Trichter, ich will eine gewisse Unabhängigkeit. Dann werden die Strompreise in den nächsten Jahrzehnten enorm steigen. Ne? Die Gründe habe ich oft genug angeführt, warum das so ist. Wer glaubt, die Strompreise werden sinken, also der ist wirklich auf einem völlig falschen Dampfer. So, und dann ist es für Owe natürlich interessant von den Kosten her. Er hat ja jetzt ab heute Strompreis immer gleich. Er wird für etwa 10 Cent seinen eigenen Strom erzeugen. Und davon wird er 70% brauchen. Bei seinen 6.000 Kilowattstunden sind das 4.800 Kilowattstunden, die er quasi selbst erzeugt. Die kosten ihn quasi bei 10 Cent 480 Euro. So, er müsste aber ja den Strom, wenn er diese 4.800 Kilowattstunden aus dem Netz zieht, dann müsste er ja fast 30 Cent, ich glaube, hier sind wir schon bei 30 Cent, müsste er fast 30 Cent bezahlen. Das ist der dreifache Betrag. Ja, das kann man ja vermeiden und die Stromkosten werden ja immer weiter steigen. Und er hat eben den Vorteil, dass er durch die Strompreiserhöhung Vermeidung daraus seine Rendite zieht. Gut, warum Sachen bei anderen kaufen, wenn man sie auch günstiger selber machen könnte? 10 Cent auf dem Dach? Ja. Wie viel Prozent seines Stroms muss Ofe mit der Anlage jetzt noch beim Energieversorger kaufen? Weil die Sonne scheint ja nicht immer. Genau. Und das Gerät ist ja auch irgendwann leer oder er zieht zu viel, wenn er ein E-Auto lädt. Ja. Schätzt das mal bitte. Also er wird hier so seine 30% noch ziehen müssen. Das kommt ein bisschen drauf an. Ich habe gestern mit Ofe hat ja noch keinen Draht dazu, aber ich merke so, wie das Kribbeln bei ihm jetzt kommt. Das heißt, seinem Energieversorger nimmst du jetzt 70% des Umsatzes mit dieser Immobilie. Genau, und ich habe ihm auch noch die Zähler weggenommen, dem Energieversorger. Hier waren ja 2 Zähler drin, die haben ja entsprechend 120 Euro gekostet im Jahr. Das habe ich dem Energieversorger jetzt auch noch weggenommen. Ist der jetzt gar nicht böse auf dich? Oh, das weiß er wahrscheinlich noch gar nicht, dass wir Messstellenbetreiberwechsel gemacht haben. Das hat er noch gar nicht mitgekriegt. Aber weil dass wir heute du ihm 70% des Strombezugs hier wegnimmst. Ja, das darf man ja immer nicht vergessen. Auf den Kabeln, die in der Erde verlegt sind, also der Netzbetreiber, das ist ja der Einzige, der in Deutschland noch Geld verdient. Und die Bezugsrichtung, also Richtung
Richtung Owe, die Stromrichtung, da ist eine 25-prozentige Rendite drauf. Das darf man immer nicht vergessen. Und jede Kilowattstunde, die Owe jetzt nicht mehr bezieht, ja, da hat der Energieversorger das Nachsehen. Weil, das Geld kann weil er der verdienen. Nimmt so viele Durchleitungsgebühren. Ja, der Strom selber kostet an der Börse ja nichts. Nein, aber es sind ja eben... Wenn du, ich sag ja mal, eine Leitung einbuddeln in die Erde, ist das lukrativste, was du machen kannst. Die liegt da 60 Jahre in der Erde rum, du musst da nichts dran machen. So, und du hast da eine 25-prozentige Rendite drauf, wenn der Strom in Bezugsrichtung fließt. Wir zahlen ja nichts für die Einspeisung, dafür müssen wir ja keine Durchleitkosten bezahlen. Und Owe hat das gestern so langsam auch gemerkt. Wenn ich mich so ein bisschen danach halte, ich gucke mal so raus, wie die Sonne scheint, gucke mal auf mein Gerät. Er hat das Gerät ja auch günstig hier im Vorführraum stehen, sodass er immer gucken kann. Und dann stecke ich mein Auto dann ran, dann reduziere ich die Leistung genau um den Wert, was die Sonne gerade macht. Dann lade ich ja aus der Sonne. Da ist er selber gestern schon drauf gekommen. Und das ist, hat er selber gesagt, das ist ein cooles Gefühl. Das ist ja cool. Der Tesla kann mit, ein normaler Tesla lädt mit 11 kW oder 16 kW. Kannst du ja runterstellen auch noch. Genau, so. Die Anlage erzeugt aber gar nicht so viel. Nein, wir kommen ja maximal im Mai auf die Maximalleistung von 9,6. Wobei jetzt... So, jetzt, das wollen wir mal eben rechnen. Das heißt, wenn ich da jetzt das Elektroauto anschließe, dann kommt die Hälfte vom Dach ungefähr. Und die andere Hälfte würde aus dem Netz kommen. Oder aus dem Akku. Hier, weil wir hier keine Wallbox haben, die mit dem Gerät verkoppelt ist, würde dann der Akku leer gesogen werden. Nochmal mit 3 kW. Und wie groß ist der Akku? Der Akku hat 13 Kilowattstunden. Wir haben jetzt zum Beispiel, wir sind ja noch im Batterietraining, aber jetzt rechnen wir mal, wir haben im Moment 6.100 Watt auf dem Dach. Die Sonne scheint, 6.100 Watt ist in Ordnung. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 10, halb 11, sowas um den Dreh, alles gut. Und er würde quasi diese 6.100, weil wenn ich mein Auto jetzt nicht dran hätte zum Laden, hätte er so 575 Watt auf dem Gebäude drauf. Dann würde er sein Auto mit 5.500 Watt laden können. Und das ist eine gute Sache, finde ich. Top. Ja, das funktioniert. Und ich denke, Owe wird da auch jetzt so ein bisschen Sensibilität entwickeln. Und dann kann er den Autarkiegrad eben durch das Verhalten noch weiter erhöhen. Also, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt das unten in die Kommentare und Holger wird das versuchen zu beantworten.